So Leute, Sonne scheint, jetzt geht's auf zur Revolution. Wird auf jeden Fall ein richtig geiler Tag, bin total gespannt. Laura und Jan von Semper Vegan sind mit am Start. Ich fahre mit Manja zusammen hin und ist meine erste Revolution. Oder Revolution kann man ja auch sagen. ich freue mich auch, habe gehört, der Lars? Lars von Ruhe Energie soll auch da sein. Von dem habe ich auch ganz, ganz viele Videos schon gesehen. Auch als es mir mal schlecht ging und so. Und ja, seid gern dabei. Jetzt erinnert an die Kindheit, ja? Das ist so geil hier, dieser Waldweg hier. Ich bin so gespannt. Früher kam mir alles viel größer vor, wenn ich das hier halt schon sehe. Wie jetzt alles ist. Ich freue mich. Das ist schön hier, da fühlt man sich wie ein Kind. Ja? Habe ich auf Bali gekauft, die werden kommt direkt aus Indonesien teilweise. Echt? Ja. So. Oh, ich möchte Kakao und. Ja. Ist lecker, ne? Aber ich meine auch die Qualität auch, ja? Also, ich weiß, die ist schwach. Manja, ich empfehle mal zu probieren. Wow. Wie geil, ich liebe das, wenn Leute so kleine Geschmackssachen kriegen. Das ist super. Geil. Unglaublich lecker. Also super cremig und hat so eine leichte Vanille-Karamell-Note. Ja. Okay, du drehst ja wieder einen Film, wa? Oh mein Gott, ein bisschen, ja. Das ist so lecker. Für die Fernsehkicker sauer, ja, okay, schön. Oder die Ignoré. Danke. Das gefällt mir. Die sollen herkommen und selber hier kosten. Manja, koste mal hier. Das ist der Hammer. Das ist richtig gut. Jetzt kommt der absolute Hammer, Leute. Richtig geil, Love Shock. Guck mal hier. Oh, das kenne ich noch nicht. Was habt ihr denn da Geiles? Habt ihr schöne neue oh Gott, Sachen? Was ist denn Die kenne ich auch. Gucci hat sich erledigt. Oh, die Qualität. Nur mal was anderes als Ombar. Finde ich alles. Wir sind hier an unserem Lieblingsstand gelandet. Absolut, also. So, warte mal, Mandelfeige noch, ne? Mandelfeige, Manja Feige. Wortwitz. Das ist gut. Ein oh, ich liebe Laufschock. Alles klar. Genau, hast du das Vanille und Mandelfeige? Gut wäre Vanille, weil ich finde den mittlerweile auch extrem gut. Er hat mal zwischendurch geschwächelt, aber der ist jetzt wieder wirklich echt extrem. Mal auf jeden Fall Laufschock ablegen. Super cremig, ist wie Milchschokolade. Ja, das ist auch eine Milchschokolade nachempfunden. Ne? Oh, wirklich, ja. Sieht so aus. Also, das ist die beste Alternative zu einer Milchschokolade. Wirklich. Hat aber nur 70% Kakao. Aber nur ist ja auch im Vergleich. Ja, schon. Sehr viel, ja, ne? Aber es ist halt weniger. Ja, und dann? Und dann? Findet man irgendwie auch bei Facebook und so? Ja, sicher. Ja, ja. Dann werde ich euch mal verlinken. Ja. Plant ihr so gerne. Plant 93? Ja, wir bringen noch ja, ja, Fahrt, wir bringen dieses Jahr noch also Layout-Veränderungen wird es geben bei unseren Riegeln. Kennt ihr eigentlich unseren Riegel? SDD? Na, die hier vorne sind oder was? Genau. Ja, ja klar. Wie viele Barstücke sind da drinnen? Bar? Was ja, also von dem Riegel, wie viele Barstücke hier, sind das? Hier? Genau, das wird sich jetzt erhöhen auf 6. Mehr für die Frauen, ne? Und mehr für die Hüfte? Nein. Wirkt ja nicht. Wirkt. Also, aber wird das teurer, oder? Nee. Echt nicht? Cool. Also ich würde sagen, wir gehen weiter.
Ja, aber es fällt mir unheimlich schwer, weil ich liebe Lauschock. Ja, wir sind ja erst am Anfang, wir kommen ja nochmal her. Ja, genau, ihr kommt ja nochmal her. Also vielen Dank, ja. Und dann, ich werde euch auf jeden Fall verlinken überall, ja. Ja, www.lauschock.com. Was willst du jetzt essen? Oh, ich möchte unbedingt nochmal diesen leckeren Puddingquark. Ich auch. Sag mal, habt ihr diesen leckeren Quark jetzt im Kosten da? In Blaubeere? Ja, das ist da drüben. Da drüben? Oh, da muss ich irgendwie probieren. Aber hier muss. So, Manja, hast du probiert? Und? Super lecker, Mango und Heidelbeere. Ja, also ich könnte sterben dafür, wirklich. Und ich muss nachher unbedingt was von mitnehmen. Ey, echt wie? Das ist wie Leckermäulchen, wirklich. Du hast ohne so viel Chemiekram. Das ist jetzt gut. Was ist das? Mango. Mango ist gut und blau. Ich kann auch gerne die Fragen mitnehmen. Und danke, aber brauche ich nicht. Das vergeht nicht so schnell nicht. Das gibt's ja gar nicht. Also, da kommt lecker Mäulchen nicht mehr an, würde ich sagen. Durcheinander abschrecken. Verschiedene Sorten mit Kurze, Kardamom und Zimtrinde, da haben wir mit Früchte und Grüntee. Könnt ihr gerne probieren? Gerne, ja. Geht ja nicht nur um Geschmack, geht auch um die Wirkung. Ne? Aber hier ist beides, würde ich sagen, sehr gut. Gute Qualität. Ja, mach. Ich finde es sehr gut. Also für die Preis-Leistung würde ich sagen, man schmeckt schon die Qualität. Hier fällt mir noch besser als von dem anderen da hinten. Der Rohkostsekt, das ist auch nicht schlecht. Das schmeckt genau wie After Eight. Ja, aber viel gesünder. Und das ist Rohkost, ja. Ja, und das ist gut. Veganer auch noch. Willst du mal Rohkost After Eight probieren? Ja, ohne Milch und Riesen. Und Rohkost Bio vegan. Kostet mal. Aber das dauert ja immer etwas länger, deswegen... Den Jan Schubert oder so heißt er, glaube ich, in dem Hype vor 3 oder 4 Monaten einfach über Facebook, der hat meine Videos geguckt und so. Der hat einen übelsten Schlaganfall gehabt. Echt, also könnt ihr helfen, Freunde. Der konnte nicht ein Wort sprechen mit mir. Und jetzt war der so klar, auch gestern schon haben wir auf der Veggie World getroffen. Oder meine, du fandst ihn auch total klar, oder? Du? Ja, absolut. Man hat ihm nichts angemerkt. Ey, das war Ernährungsumstellung gemacht. Also ein Schlaganfall, darf ich das auch bewegen, mal sagen. Ja, unglaublich, ja. Richtig geil. Also Leute, ich würde sagen, das ist der Gesundheitslehrer Florian Sauer. Wir machen kurz draußen eine Pause, Sonne genießen, Vitamin D-Speicher tanken war man ja. Gefällt es dir, Manja? Super schön, es weckt so Kindheitserinnerungen, hier im Feld zu sein. Na, auch die Messe so mit Ständen und was du alles hier gesehen hast. Ja, super interessant, ja. Also ich habe mir jetzt hier ein großes Paket, seht ihr ja, Leberreinigung. Wollte ich ja eigentlich sowieso morgen machen. Aber ich bin so froh, dass ich diesen Florian Sauer, heißt er, glaube ich, verlinke euch das alles nochmal, getroffen habe. Checkt es wirklich mal ab, der Mann, ich meine, der ist eigentlich so alt wie ich jetzt, ungefähr. So um die 30 und hat auch ähnliche Erfahrungen gemacht, so was hier so aus gesundheitlichen Gründen zu vielen, vielen Dingen gekommen. Ich kenne mich wirklich aus und habe schon viele, viele Sachen gehört, was Heilung angeht und bla. Aber wie der die körperlichen Zusammenhänge verstanden hat, der hat das immer besser verstanden als meine Biomedizinerin früher. So, das habe ich noch nie gehört, so eine guten Zusammenhänge und so leicht erklärt. Und also wenn ihr mal eine Leberreinigung macht, macht es auf keinen Fall mit Bittersalz. Und ich sage euch auf jeden Fall warum, weil das hätte ich morgen gemacht. Stellt euch vor, um das kurz zu erklären, Leberreinigung mit Bittersalz funktioniert so. Stellt euch vor, ihr holt euch eine Putzfrau nach Hause und ihr fahrt zur Arbeit und freut euch, okay, nach Feierabend ist ja meine Bude schön sauber, wie man das so kennt, Staubwischen, Fenster putzen, Staubsaugen und naja, alles schön sauber machen halt, ja. So, und dann kommt ihr nach Hause und alles ist weg. Und zwar alles, auch das, was ihr braucht zum Leben. Ja, quasi vom Körper gesehen, gesunde Bakterien, ja. So, das ist quasi die Chemotherapie auf natürliche Art mit Bittersalz, Leberreinigung. Hilft zwar auch, ja, es ist quasi wie andere
Ernährungsberater mal sagen, man könnte auch quasi die Kohlsuppendiät machen, wenn man vorher nur tierische Produkte und so gegessen hat. Ist es so, das ist natürlich auch erstmal entsäuert und entgiftet, harmonisch. Ist ja klar. Und der macht das hier mit so einer Akasia-Frucht aus Thailand, die ganz, ganz anders natürlich wirkt, wo ganzen die Bakterien wieder dahin kommen, wo sie hin sollen. Und mit richtig schöner Anleitung, das werde ich auf jeden Fall machen. Und ist auch ganz anders aufgebaut alles. Also will ich nur mal gesagt haben, Leute, Florian Sauer, checkt mal ab, falls ihr da Interesse habt. Ja. Ach, Orkos ist das. Bundo. Was hat die so für... Ja, lecker, schmeckt ein bisschen Apfel. Naja, ich weiß mal hier. Oh, lecker. Sachen alle am Baum reifen, also nicht künstlich irgendwie mit Chemikalien nachgereift werden. Und ist so was anderes? Also genau, das sind wie eine Birne. Die sehen so aus. Ja. Und es ist richtig weich. Dankeschön. Genau, und die sind halt also wirklich von der Qualität her alle super. Ey, gibt's da gar nicht. Papaya probiert und auch eine wirklich gute Papaya. Nee. Weil die Leute irgendwie die Papaya. Ich liebe Papaya. Genau. Ich hab nur frische Papaya in La Palma probiert. Aber das wird hier nochmal eine ganz andere Liga sein, wahrscheinlich, von der Wirkung. Papaya auf Bali hätte ich Papaya, aber das ist. Also das ist halt wirklich, die kommen, sehr gut. Oh, ganz anders saftig, ja, also richtig. Also man kann halt einfach, also sie kommt auch aus Kamerun und man findet halt einfach so eine Papaya nicht in einem normalen Supermarkt in Deutschland. Weil ich glaube, die meisten Leute sind immer enttäuscht und darum kaufen wir Papaya, weil die wahrscheinlich noch nie eine richtig gute Papaya für 4 Euro geht es aber. Noch mal gucken. Vorkurs abchecken. Das ist nach Deutschland, das ist ja erstaunlich, dass es dann in Deutschland ist. Guck mal, hier ist was schön. Ja. Ich habe ja auch Barfußschuhe von Merengue. Sehr lecker alles hier. Abchecken. Gibt es denn Simply Raw schon eigentlich? Seit 6 Jahren. Ja, das schon. Seit 6 Jahren, wow. Ja, da war Rohkost noch wenig bekannt, dass man noch ausgelacht wurde. Ihr habt halt sowas, so eine Messer schon hier in der Form, also in der Größe auch? Nee, ich glaube, da waren nur hier vorne. Ja. Da war es so, da, wenn man den Großhändler angerufen hat, dann hat er gesagt, roh, vegan. Was ist das? Wer braucht das? Ja, genau. Kann man das für 99 Cent verkaufen? Und heute ist heute ist roh und Detox und überall zu lesen, wa? Tja. Geil. Ähnlich wie Sie, aber ich werde mal zu schauen, wie jetzt die Häuser. Was habt ihr da in Berlin? Mandeln. Mandeln, Datteln. Cashews, ein paar Cashews dabei, ein bisschen Baum. Oh. Aber das ist schon ziemlich gut. Das ist richtig gut. Ist das so eine Art Personal Blender oder so eine Art? Nur ein bisschen Leistungsstärker. Genau. 5-mal so viel Watt. Was kostet der Ding hier? Jetzt mit Messerabatt 89,10 Euro. Ist aber günstig. Mit Gerstengras, getrockneten Mangos, gefrorenen Spinat, also viele harte Sachen noch absichtlich genommen. Sie schmecken einfach Faser, so ist es nicht. Aber unter 100 Euro. Immer, man muss natürlich sag mal, die Katze im Dorf lassen. Also ich finde das gut. Wenn die geil. Geräte... Ich würde auch gerne den hier holen, ja? Wenn ich gleich hier 3 Kilo... Das ist auch geil, ja? Infrarot-Dörgerät. Aber ich fand die aus Indonesien und aus Bali besser. Lecker. Oh, Alter, sind die bitter. Ich sag, was immer es ist, aber... Kakao halt. Also schon mal geil. Das ist roher Kakao für Kinder. Trinkschokolade. Noch mit Zutaten hier. Mit Karob, Lokuma. Und kein Zucker drin. Maca Vanille. Nein. Das ist auch mal probiert.
Wild ist also ganz andere Qualität, als man so kennt, ja. Das stimmt, weil wir es aus reifen Oliven machen, dann ist es nicht bitter, nicht kratzig. Ja. Ich meine, das ist richtig Öl hier. Okay. Ich meine, ich bin wirklich kein Olivenfan und ich könnte die hier echt naschen. Also, ich mag aber. Die sind voll lecker. Die sind richtig gut. Kann man die auch so kaufen hier bei Ihnen, oder? Ja, klar. Die haben wir hier in dieser Verpackung oder aber in diesen 2 Kilo Fässern. Die auch da. Feigensalami. Ja, die schmeckt ganz gut. Das zeigt noch nie. Was? Man kann die auch mit dem scharfen Messer, das würde jetzt zu lange dauern und das ist so klein. Aber wir haben das mal richtig dünn geschnitten. Also mit einem scharfen Messer geht das ganz gut. Dann rollt sich die auch so ein bisschen. Also das ist halt auch sehr, sehr lecker, das so zu essen. Ich bin eher der herzhafte Typ. Ich komme, ich liebe es. Na, siehst du, ich bin eher die Naschkatze hier von uns. Cracker, ja? Ich meine, den fand ich richtig gut hier. Ja? Ist ja Rap, ey. Aus was für ein Teig machen Sie denn den Rap? Ach so, das ist so Leder, ne, quasi? Genau, das Gemüse ist an Gemüsehülle. Das ist Tomate, Möhre und das ist Zucchini. Aber ist ja bestimmt auch leinsam zum Halten drin, oder? Oder wie ja, hält es von alleine? Ja, ein geringer Anteil. Weil Sie haben schöne Sachen hier, echt. Ja. Sehr, sehr, mit viel Liebe gemacht hier. Das ist total. Wahr. Das sieht man. Auf diesem Mangotörtchen, guck mal. Da denkst du, die schmecken dir. Und das hast du hier gegessen, ja? Ja, das ist ein Erdmandel eingeweicht einfach im Wasser. Dann kannst du so snacken auch oder machst du einen Smoothie mit rein. Oder kannst du Erdmandelmilch draus machen. Das schmeckt eine Mischung aus Kokos und Mandeln, finde ich, oder? Geil. Und dann hat man auf der einen Seite den Trester. Erdmandelmilch. Danke, Mandeln. Boah. Durch den Milchbeutel gezogen. Eingeweichte Erdmandel mit Wasser. Sieht aus wie Milch und schmeckt auch wie Milch. Hier sind fast die identischen Zutaten drin. Hier haben wir noch eine Sportvariante. Weniger Zutaten, mehr rote Früchte drin. Rote Früchte, ne, ist Blut. Rot, Farbe des Blutes ist rot. Oh, ja. Das wird an jedem Olympiastützpunkt vertrieben, sozusagen, oder getrunken. Hat folgende Wirkung: Sehnen, Bänder, Knorpel, Gelenke werden gestärkt. Muskelgewebe generell. Wohlbefinden sowieso, weil die roten Früchte sozusagen mit ihrer Langzeitwirkung die roten Blutkörperchen sozusagen vermehren. Die transportieren mehr Sauerstoff, ne, und dadurch bin ich leistungsfähiger. Beste Flasche 1,50 Euro maximal. Ne? Und 1,50 Euro pro Tag, sag ich mal, für die Gesundheit. Das ist ja nicht viel. Ist nicht mal ein halber Latte Macchiato, ne? Warte, ja. Ja, ist so. Der hat ja keine Vitamine, sozusagen. Ja, also lieber den weglassen, ne? Ja, dann lieber ein bisschen Gemüse trinken. Länger Konzentrationsfähigkeit. Gut für die Augen. Und für Litsche ist für die Schönheit. Antikanzerogen, also die wirken quasi den Krebszellen entgegen. Das ist ein Caramel Milkshake, ja? Also ja. Das ist dieser, das ist der Shot, ja genau. Kannst du gerne mal Dankeschön. Probieren. Boah. Schmeckt das? Geil. Ja, das ist, wir sagen immer, das ist die gesunde Art des Snickers. Wollte ich gerade sagen, es schmeckt eigentlich wie ein Snickers. Ja, genau. Bloß, klar, fehlt die Süße, aber ich esse ja sowas eh nicht mehr, aber... Das ist so, wenn du dich irgendwie ernähren willst und so ein bisschen Gemüseanteil eben dabei haben willst, nicht so eine Fruchtzuckerbombe. Und die Nährstoffe und Vitamine halt. Ja. Kommt das. Ach, so sieht der Feuer aus. No Milkshake. No Milkshake, ja, okay. Alles ein Hammer. So, meine, du darfst zuerst. Ja. Willst du filmen? Ja. Mit ein bisschen Ingwer. Aber super harmonisch. Hammer. Also so eine Cremigkeit, ja. Ja, wir haben halt auch an den Rezepturen, wir sind jetzt gerade zwar erst rausgekommen, aber wir haben an den Rezepturen arbeiten wir schon seit einem Jahr ungefähr. Das glaube ich. Das, um ja. Das so eben, das was du meinst, ja. Diese Harmonie, also zum einen Gesundheitsorientierung, aber auf der anderen Seite eben letztendlich auch Geschmack irgendwie hinzukriegen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Und da haben wir relativ lange dran gearbeitet, dass es, bis es so adjustiert heißt, dass es dann eben auch wirklich diese Harmonie hat und das eine ist Gesundheit, aber am Ende muss es eben dem Kunden auch noch schmecken. Und das ist die Herausforderung und bisher kommt das ziemlich gut an. Das ist das Problem. Also kommt das Hammer. Ja, ist halt schön, selber machen.
einfach die Sachen im Mixer. Lecker. Nein. Aus Bali. Und schmeckt gut. Und dann bin ich auch gespannt, wie die sind. Ah, sehr bitter. Ich fand die immer noch am besten, die ich hier mitgebracht habe. Eine E-Mail falls. Ja. Ich habe noch nie so was Bitteres im Leben gegessen und ich finde es aber gut. Ja, das ist halt der hohe Kakaoanteil. Also ist ja eh allgemein bitter, ja. Ja, weil ich hab. Oh, sorry. Woanders schmecken die Kakaobohnen lange nicht so bitter. Danke, den Beutler. Ja. Und dann brauchst du die Kakaobohnen, weil die haben viel Magnesium. Mhm. Und dann gibt es weniger Muskelkater. Dann mag das der Körper auch. Mhm. Deswegen magst du das Bittere wahrscheinlich. Mhm. Sagt man ja eh, wenn man so einen starken Bitter. Ihr Geschmack hat, braucht man noch Bitterstoffe, ne? Also hat von meinem. Mhm, genau, das stimmt. Ja. Für so tolle Informationen, da opfer ich gerne mal einen Tag, ne? Jetzt habe ich eine Packung Kastaniennudeln gekauft. Basisch Kastanien, es waren auch Kastanienflocken zu kaufen. Richtig, richtig geil. Die Halle ist durch, jetzt gehen wir zur Halle 2. Und mal sehen, wie wir da alles so treffen. Ich hoffe, wir haben mal Simba Veganes, Ruhe Energie, Koro Drogerie. Was ist das? Die Mango direkt aus Burkina Faso. Oh. Es gibt verschiedene Sorten dort, Lippins, Amelie und Brooks. Das ist die Brooks. Die hat so genau das Gleichgewicht zwischen Säure und Süße. Das ist ganz gut für den. Das ist super, wenn man die einlegt einen Tag davor, aber auch so sind die sehr lecker. Also vom Namen her. Ja. Social Media. Ja, das seid ihr ja sehr, 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 sehr bekannt. Mhm. Geil. Mehr Produkte als die hier sind. Ja, also wir sind, die Leute haben uns gestern in die Bude eingerannt. Wollte ich erfahren. Ja, ja. Ja, ja. Der hat jetzt für einen Kostet, ja. Mhm. Bist du hier in Berlin oder? Ich komme aus Berlin, ziehe jetzt aber nach Hamburg. Alter Mann, ja. Wann nehmen wir uns mehr? Rohkostbörse, geil. Das sieht aus, ey, das sieht aus wie beim richtigen Bäcker, oder? Du? Ja, guck mal, gibt's Cheesecake? Nein. Das sieht nicht nur lecker aus, ja. Das schmeckt auch lecker. Gibt's euch hier auch in Berlin irgendwie den Laden oder was? Nee, wir haben das jetzt just for fun einfach gemacht. So. Von uns für die Leute. So. Wir wollten ja eigentlich nur vorbeikommen und uns das so ein bisschen anschauen. Ey, ist der Hammer. Und jetzt kamen wir gar nicht zum Schauen, sondern haben jetzt einfach... Das glaube ich. Cool. Pizza-Cracker, ey. Wahnsinn. Hallo, hallo. Hallo. Von den Nachos aus dem Kino, ne? Ja, original. Und hier braucht man gar keinen Dip dazu eigentlich. Eigentlich schmeckt wie mit Dip. Vom Geschmack, von der Würze so. Die sind richtig gut, die Nachos. Die Nachos sind gut lecker, oder? Die finden noch geiler hier. Ich finde die Nachos besser. Ach man, ja. Müssen sich eigentlich immer einig sein. Aber guck mal hier. Das ist ein Rohkostteller. Polina mhm. Kuh, habe ich auch noch nie probiert. Das ist nur meine eine Art Käsekuchen auf Basis von Cashewnüssen. Wenn ich 36 Grad, 24 Polina Stunden. Und ja. Das ist so gutes Käsekuchen. Und der Teig, der ist aus Mandeln und Datteln. Ja. Geht kaputt. Das finde ich gar Pulver so. Das gibt's doch gar nicht. Mir weiß ich nicht. Das ist roh alles. Leute. Das ist eine gesunde Sünde. Komm, da ist Banane. Ja nichts weiter drin, weißt du? Ja. Und wie satt das machen wird. Und befriedigt, wa? Komm, Geschmack. Die sind auf jeden Fall Rohkostköchin, würde ich sagen. Das sieht sehr, sehr professionell aus hier. Ja? Ja, ja. Ja. Dankeschön. Einmal Cashew-Frischkäse. 4-5 Tropfen. Ja, ich mache es nicht rauf. Ich nehme 4-5 Tropfen. Mm. Mann, ja, ich glaube, da wird... Mund rein. Das ist ja der Hammer. Dankeschön. Das schießt so vielseitig, oder? Aber so... Wie kriegt man... Das ist ja die Konsistenz, der Geschmack. Ziemlich geil. Das ist wahrscheinlich zu würzig, dir wahrscheinlich. Der Cracker ist sehr würzig, aber der Käse war. Ist richtig cremig. Halt noch nie so gut. Noch nie. Und der sieht auch sehr gut aus, ne? Aber das sieht die geil aus. Das ist die sind super cremig, ja. Ich weiß nicht, weiß man nicht. Das ist auch richtig lecker. Nein. Das ist doch
Dann komme ich gleich nochmal vorbei. Die Alternative, Rohkost, Joghurtte. Stimmt, erinnere mich wirklich an Joghurtte. Joghurtte mit Rohkost. Finde ich original, also echt. Da werdet ihr keine Konkurrenz haben, das müssen wir erstmal so hinkriegen. Das haben wir auch nur eingekauft, das ist eine tschechische Firma. Ja, echt? Tschechien. Ja, das hier. Ja. Aha. Okay. Aber die sind sehr lecker, ja. Auch aber die anderen Pralinen und so würde man nicht denken, dass es Rohkost ist. Also genau. Richtig. Ja. So wie man es kennt. Ja. Geht doch darum, dass man das auch jedem mal anbieten kann, wisst ihr? Genau. Ja. Hammer. Kuchen. Ja, mal so. Seht ihn jetzt von hier. Das sind Rohkostnudeln, ja? Natürlich, hallo. Natürlich. Wir haben uns auch kennengelernt. Ja, mal kurz, ganz kurz, ja. Hi. Hey, grüß dich, Jan. Alles gut? Ja, alles gut. Wir haben dich. Ich kann das wieder irgendwie. Oh, danke schön. Ist halt auch. Also oh, schön kalt. Schmeckt richtig geil. Cool. Das sieht schon echt lecker aus. Guck mal. Ich meine, das ist Rohkost-Tiramisu, oder? Ja. Hast du schon, hab ich noch nie gegessen, so. Bist du von welcher Firma? Vom Stand hier. Sie macht das da. Ja, sie macht das am Stand. Die macht sie, ja. Raw Solution. Richtig, richtig geil. Ja, das ist so ein Kochbuch. Vielleicht guckst du dir mal an, vielleicht für dich. Hallo, Lars war der Name. Ja, hallo. Hey, grüß dich. Ich will ja nicht stören. Ja, du hast eine coole Kamera. Ja, naja, klar. Ich mache so ein Revolution-Vlog, ja? Ja, ja. Und ich habe ja schon so viele Videos von dir gesehen. Ja, cool. Ich interessiere mich immer mehr. Was ist denn das? Ja, sag mal, für Einsteiger YouTube-Kamera. Ist ja cool, cool. Aber reicht voll. Ich sag bloß tschüss. Ja, mach. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wir haben auch mehr. Na, freilich. Tschüss. Für Sie. Also schön, dich mal live zu sehen, würde ich sagen. Ja, cool, ja. Hallo. Also, Ruhe, Energie, ja? Ja, genau. Genau, die haben mich eingeladen, hier zu Gast zu sein und habe jetzt hier 2 Tage lang Dauer geredet. Wir sind hier kurz vom Ende des 2. Tages. Ja. Hat mega viel Spaß gemacht. Auch die anderen Leute von den Ständen sind total nett und relaxed. Und die Besucher waren alle mega nett und ja, war sehr lecker auch. Und du hast wieder mit dem Händler befreundet. Also genau, richtig. Du hast einen Vortrag gehalten mit den Handlern. Ja? Richtig, korrekt. Wir haben gestern und heute hatten wir so eine halbe Stunde so einen Talk gemacht zum Thema Rohkost und wie man mehr Rohkost in den Alltag integrieren kann. Und haben so eine kleine Bühne da oben. Das war auch sehr schön. Geile Sache. Ja. Also freut mich, dass das so gesehen hat. Gerne. Und ja, check's ab. Rohe Energie auf jeden Fall. Lohnt sich. Ne? Genau. Bis dann. Tschüss. Die Messe ist vorbei, Raw Revolution. Hat es dir gefallen, Manja? Ganz kurz. Ja, war super spannend, war es alles zu sehen. Und ja. Es gibt inzwischen so viele roh vegane Produkte. Wahnsinn. Also am geilsten fand ich wirklich das Tiramisu. Hier vorne die. Joghurtte. Wir sind die von YouTube, guck mal. Ja, ja. Ja, und den Cheesecake mit Spirulina und Blaubeeren drin. Oh, der war ganz einfach zum selber machen. Also die Messe ist vorbei. Benutzt auf jeden Fall mal Hashtag Revolution. Dann wisst ihr, ihr habt das Video bis zum Ende angeguckt. Daumen hoch, Abo hinterlassen und danke fürs Zuschauen. Tschüss.